Okay, ich würde sagen, wes, ich bin alleine schizophren, Ich gehe die ganze Sache mal ein kleines bisschen anders an, damit der Test, Vergleich, Vorstellung, wie auch immer, eben, ja, ein bisschen auseinander verläuft. Denn es geht um drei verschiedene Arten von Mikrofonen, alle allerdings mit der Gemeinsamkeit, als wir von Mac sind. möchte ich euch eben anfangs nicht sagen, welches ihr jeweils hört, damit ihr euch unbeeinflusste Meinung bilden könnt. Für euch entscheiden könnt, welches euch vielleicht klanglich am besten gefällt, welches allerdings vielleicht von den Features und von der Bedienung am ehesten zu euch passt. Und damit ihr auch vielleicht erraten könnt, welches ihr denn überhaupt hört. Und dadurch switchen wir von A, was ihr momentan gerade noch hört, zu B und dann zu C. Werde ich euch dann die einzelnen Mikrofone auch kurz noch vorstellen, dann meinen Senf dazu ablassen und dann, ja, war es das wahrscheinlich schon. Allerdings wäre es natürlich hilfreich, wenn ihr wisst, welche Arten von Mikrofonen eben vorgestellt werden und um welches es sich handelt. Einmal hätten wir hier ein Shotgun-Mikrofon, das, wie man es eben macht, gerade außerhalb des Frames positioniert ist, wäre das das Mackie e, -E 98 MS. Kostet knappe 175 Euro, ist aktiv betrieben, per USB-C wird es geladen, kann allerdings nicht per USB-C am PC angeschlossen werden. Als Quelle läuft das Ganze per Klinke, ist an meiner Kamera angeschlossen. Wie man es generell macht, habe ich allerdings das Lavalier-Mic, das EM95ML, das kein gewöhnliches ist, sondern eins, das mit dem Inline-Verstärker herkommt, dadurch am Zoom H1 angeschlossen. In den meisten Fällen. Kann man, na ja, schließt dann erst. <laughs> und dann hätten wir es hier noch mit einem Broadcast Dynamic oder mit einem Podcast Mic zu tun, wie man es heutzutage fast schon nennen muss. Das kostet knappe 160 Euro und wäre das Shure EM99B. Ich, ich würde sagen, wir switchen jetzt mal auf Mikrofon B, reden über das 99B. Ob B, B ist, das überlasse ich euch. Und hier haben wir es mit einem relativ coolen Standfuß zu tun, denn. Solide, feste, schwere Platte mit. Und das ist wirklich praktisch eben einen höhenverstellbaren Arm. Und ihr seht schon, der geht höher als eigentlich nötig. Und in der Position, wo ich jetzt gerade sitze, bin ich ein bisschen höher, als ich sonst am Tisch sitze. Aber in den meisten anderen Videos, wo ich solche Mikrofone getestet habe, war der Arm so kurz, dass ich da noch einen Karton drunter stellen musste. Also die Zeiten sind endlich vorbei. Das ist robust. Und allein schon so ein Standfuß kostet, würde ich mal sagen, vielleicht 20 bis 30 Euro. Allerdings kommt hier noch eben ein 3 Meter langes XLR-Kabel dazu, also kriegt ihr Goodies im Wert von mindestens mal 30 bis 50 Euro dazu. Wo wir es dann vielleicht noch mit einem 100-Euro-Podcast-Mikrofon zu tun haben. Wäre allerdings vielleicht ganz praktisch für Leute, die eben vielleicht einen Boomer nutzen wollen und die kein Kabel brauchen, wenn es das auch ohne gäbe, damit man noch ein bisschen Geld sparen kann. Weil dann zahlt man im Prinzip für ein 100-Euro-Mikrofon vielleicht auch nur 100 Euro statt 150, wenn man eben mit dem Rest keinen Gebrauch irgendwie an, nichts anfangen kann. Ich glaube, ihr ja, versteht, was ich meine. Ansonsten seht ihr schon, das Ganze ist auch hier eben einstellbar. Könnt es natürlich auch so drin, also schön flexibel aufstellbar. Ganz kurz, dann würde ich sagen, kommen wir zu Mikrofon C, allerdings zum AM98MS. Ich möchte es jetzt gar nicht zeigen, ich blende es einfach mal ein, damit ich es hier nicht verstelle. Und das ist ein Shotgun, das gerade außerhalb des Frames eingestellt An meiner Fuji bei minus 30. Das ist der minimalste Pegel, den ich einstellen kann. Sollte man das ja so machen, weil bei Kameras der Preamp nicht so gut ist, möchte man das Signal eher hier eben bei so einem aktiven Shotgun boosten. Und hier bin ich von. Maximal möglichen 10 bei 9,5 gelandet. Das denkt man natürlich stark am Limit, aber mit minus 30 passt es vom Pegel und wollte ich lauter, könnte ich ja an der Kamera noch deutlich boosten. Ist allerdings nicht nötig, also wir hätten noch ein kleines bisschen Luft. Das Coole an dem Ding ist, es ist zwar aktiv gepowert, das heißt, ihr müsst darauf achten, dass es vom Akku geladen ist, aber es schaltet mit der Kamera ein und aus. Das heißt, wenn ihr vergesst, es mal auszuschalten, die Kamera links aus ist, kann da nichts passieren, also Akku wird. Und wahrscheinlich so wäre es sowieso ewig lange halten. Es gibt zusätzlich noch eben einen High -Pass filter mit 75 Hertz, 100 Hz, noch ein Pad von glaube ich minus 10 dB, allerdings alle Sachen, die man vielleicht einmal einstellt. Zum Schaumstoffaufsatz gibt es dann noch eine Dead Cat. Das heißt, das Ding ist gedacht, um auf der Kamera genutzt zu werden. Auch wenn ich sie habe. Und die meisten YouTuber, wo ich kenne, haben es gerade außerhalb des Frames auf den Mund zielen. weil für außen wird es von der Größe passen, aber da nutzt man eigentlich schon kleinere wie ein Rode Mic Go, Micro oder sowas in der Art. Also mir persönlich wäre das draußen, gerade mit der Deadcat schon ein bisschen zu groß. Aber das müsst ihr entscheiden. Ihr seid allerdings relativ flexibel, ihr habt das Ding auf der Kamera. Dann könnt ihr eben auch jeweils, wo die Kamera hinzielt, den Ton auch abgreifen. Das könntet ihr mit so einem Mikrofon nicht. Wir switchen jetzt wieder mal auf ein B-Mikrofon und kommen zum 99B. Das ist ein Dynamic. Das braucht relativ viel Pegel. Ich habe es eingestellt auf fast volle Stufe, also ich bin ganz knapp unter Max. Pegel lang dann. Vom Grundrauschen verhält es sich allerdings recht gut. Ich werde euch das dann noch zeigen, wenn ich euch sage, welches welches ist. Hier habt ihr halt die Flexibilität. Ihr könnt ein bisschen näher ran, ein bisschen weiter weg. Habt dadurch diesen Radiosound gut aufstellbar. Ist deshalb natürlich für den, ich sage jetzt mal, stationären Gebrauch gedacht. Jetzt kommen wir zum Mikrofon C und dem em 507 ml Kommt mit dem Inline-Verstärker daher, allerdings sage ich jetzt schon mal vorab, wenn wir auch zum Rauschtest dann noch gleich kommen, ich sehe den Sinn und Zweck nicht, denn mit dem Ding kriege ich, auch wenn ich dadurch den Gain an meiner Soundkarte oder wo auch immer verringern kann, ein deutlich lauteres Rauschen und nur mit dem Mikrofon selbst eigentlich ein besseres. Deswegen, das ist das Produkt, wo mir am ehesten nicht zusagt, aber ich wollte, ich wollte euch ja eigentlich nicht beeinflussen. Allerdings gehen wir jetzt mal kurz durch, welches welches ist. So, das wäre Mikrofon A und das wäre das Broadcast, ein nämlich das Podcast Mikrofon. Und wenn wir schon bei dem sind, kommen wir auch zum Grundrauschen. Das ganze Video ist übrigens auch unbearbeitet, müsst ihr keine Sorgen machen. Und die Pegel der einzelnen Mikrofone sollten weitestgehend je nachdem, wie ich das hier einhalten kann, auch gleich laut sein. Bin ich allerdings jetzt mal still. Das überraschende hier in der Sache ist, dass obwohl ich den den Gain komplett aufgedreht habe an meinem Focusrite 6i6, das Rauschen hier sich wirklich noch in Grenzen fällt, wobei ich mit anderen Mikrofonen mit dem gleichen Pegel deutlich mehr hatte. Der Nachteil, den ich allerdings habe, wie komischerweise mit den einzigen zwei anderen eben Dynamics, die ich habe, ist, dass wenn ich Richtung Monitore ziele oder Richtung Lampe oder irgendwo Richtung hier der Elektronik, ich ein hochverkennendes Zoom bekomme. Ich hab's damals mit den Dynamics von Mackie, von Shure, von SE Electronics, die Handhelds nicht bemerkt, aber mit dem Shure MV7X, mit dem Blue Sona und mit dem habe ich jetzt leider. Die meisten Leute werden es nicht haben. Das ist eine sehr seltene Konstellation und ich höre von anderen Testern, die die gleichen Mikrofone testen, eigentlich nie was davon. Deswegen, das soll es eigentlich gewesen sein. Aber wenn wir schon bei dem A-Mikrofon sind, spulen wir einfach die Standardtests durch. Dazu packe ich auch gleich mein, äh, mein Keyboard, das ich immer Mikrofon nennen will, und wir fangen mit den Standardtests an. Also einmal mit dem Plosion ohne Schutz. Der, muss ich sagen, mir optisch nicht wirklich gefällt. Denn so finde ich es optisch wirklich schön. Peter Pump Power. Peter Pump Power. Mit Schutz. Der gerade so passt. Der ist fast ein bisschen zu kurz. Peter Pump Power. Peter Pump Power. Dann noch Entkopplung. Und das ist jetzt vielleicht nicht super real auf dem Tisch. Letztens sagt er, das macht doch keinen Sinn. Ist klar, dass es überträgt. Aber hey, das ist ein Standardtest. Also machen wir es. Auf dem Tisch. Auf dem Stand, auf dem Arm selber, auf dem, ja, auf dem Scharnier hier, Winkel, wie nach dem, keine Ahnung. Dann auf dem und dann noch hier vorne. Ansonsten, Proximity-Effekt, dazu gehe ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Redet natürlich dadurch auch ein bisschen leiser. Solltet ihr eben ja, diesen Radiosound bekommen, dann. Die Distanz, wo ich so meistens gerne nutze, so 15 cm, damit ihr da mal so einen Eindruck bekommt. Dann gehen wir nochmal, ich würde sagen, so einen gestreckten Arm weit weg, was man eigentlich bei so einem Mikrofon nicht macht und maximal wie ich weit weg kann, also so, ja, so knapp einen Meter, muss ich sagen, bricht es eigentlich nur vom Pegel ein. Vom Klang selber wird es natürlich dünner, aber solche sind ja auch gedacht, ein bisschen näher dran zu sein. Wobei, wenn wir von näher dran reden, wie sieht es im Keyboard aus? Wenn ich jetzt noch rede, wie stark sie eben überschattet wird oder eben nicht. Tun wir das mal zur Seite. Jetzt kommen wir zu Off-Axis Rejection. Dazu rede ich einmal direkt rein. Direkt, 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 direkt. Dann 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad. Dann reden wir einmal direkt von hinten rein. Also bei 180, 180, 180. 90 auf der anderen Seite, 90 auf der anderen Seite. Dann vielleicht nochmal direkt von oben rein. Keine Ahnung, wie viel Sinn das ergibt. Und dann vielleicht nochmal direkt von unten. Ja, redet da rein in der Regel. Das sollte dann eigentlich nicht passen. Und ansonsten solltet ihr eigentlich jetzt einen recht guten Eindruck bekommen. Komm. Kommen wir jetzt zum Mikrofon B und das war das Shotgun-Mic. Eingestellt ist das bei minus 30, hier bei 9,5. Das war so das, was ich vom Level her am leisesten gefunden habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das Grundrauschen. Also ich muss sagen, da war ich echt überrascht, denn meine Fuji hat nicht die besten Preamps. Dadurch, dass ich die allerdings auf minus 30 pushen konnte, wo ich sonst bei vielen Mikrofonen so bei minus 15 war, war das kein ausschlaggebender Faktor, konnte ich hier das Ganze auf 9,5 erhöhen. Das heißt, ich hätte noch ein bisschen Luft, aber ansonsten von der Kamera ist das ein sehr, sehr smoothes, softes, dezentes, rauschendes, problemlos in Post, was man ja sowieso machen würde, ausgefiltert werden kann. Natürlich müsst ihr auf euren Mund zielen. Und ihr habt noch relativ gut Spielraum, muss ich sagen. Weil ich werde jetzt hier nicht unbedingt von den Seiten reinreden, macht nicht ganz so viel Sinn. Aber zum Beispiel, was ich wissen wollte, ist, wenn ich auf das Ding ziehe, wenn ich jetzt Richtung Monitore rede, wie sich das Klang klanglich verhält, ob es eben noch, weil es zieht ja immer noch auf den Mund, immer noch den Sound gut warnt, ist mir allerdings dann aufgefallen, wenn ich jetzt hier reinrede rede und im Prinzip den gleichen Winkel in den leeren Raum rein, wo jetzt nicht unbedingt, also außer die Wand ein bisschen weiter, ist da definitiv schon ein Unterschied hörbar. Auch wenn ich zum Beispiel auf dem Tisch rede, da ist es so dezent, muss ich sagen. Weil ich habe überlegt, weil für meine Videos, falls ich so ein Mikrofon nutzen wollen würde, wenn ich nach unten gucke und rede, ob man dann was merkt. Nach oben muss ich jetzt nicht wirklich testen. Aber wir können mal ganz kurz off-Axis machen. Ich gehe jetzt mal von der Seite hin. Ja. 90, 90, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad. Und der einzige Grund, wieso ich es jetzt nicht drehen will von hinten, ist. Ach komm, machen wir es. Das wäre jetzt von 180, 180, 180 von hinten, hinten, hinten. Jetzt dann 90, 90, 90. Und jetzt ziele ich mal wieder auf mich. Ich wollte es halt nicht unbedingt verstellen, weil es jetzt schon eine andere Position hat. Aber ihr versteht, was ich meine. Auch hier können wir mal kurz ein Keyboard testen, wobei es ja jetzt im Prinzip eigentlich schon fast direkt drauf zielt. Wobei ich müsste vielleicht noch ein kleines bisschen nachstellen. Das Praktische ist, es ist halt nicht im Frame. So, jetzt. Jetzt, wenn ich noch ein bisschen rede. Und ihr merkt vielleicht schon, meine Standardtests sind nicht standardisiert in der Reihenfolge, denn ich habe Sachen wie Plosion vergessen, wobei das hier meiner Meinung nach keine Rolle spielt. Denn Peter Panik Pump Power, Peter Panik Pump Power, Peter Panik Pump Power, das war jetzt mit dem Schaumstoffaufsatz. Ja, das habt ihr wahrscheinlich jetzt ein bisschen lauter, jetzt auch ohne. Peter Panik Pump Power, Peter Panik Pump Power. Da ich allerdings sowieso entweder nach da gucke, nach da oder nach da, werde ich da nie direkt reinreden. Also könnte ich mir das vielleicht sogar sparen, habt ihr vielleicht nochmal einen klaren Sound, wobei ihr jetzt schon beurteilen könnt, ob das eben der Fall ist. Ich muss sagen, ich habe den gemacht. Aber es ist auch so dezent genug. Draußen dann mit Dead Cat funktioniert doch wirklich gut. Wobei ich sowas eigentlich außen nicht oft nutzen werde. Gibt sonst noch was? Proximity-Effekt, falls ihr das Ding vielleicht auch mal für Voice-Over nutzen wollt. Dann eben vielleicht so 15-20 cm entfernt knappe 40 cm Entfernung. Also das ist meine Standardentfernung und falls man jetzt mal ein bisschen weiter weggehen würde, wobei es jetzt nicht mehr auf meinen Mund zielt, also so knapp einen Meter wäre das, wie das ganze jetzt klingt. Jetzt switchen wir auf Mikrofon C, das wäre das Lav Mic. Das ist vom Pegel wie folgt eingestellt. Durch den Inline Verstärker sind wir bei 25 30 Prozent beim Zoom H1. Hier allerdings nicht auf maximaler Lautstärke, sondern max und dann minus 2. Denn mir ist aufgefallen, dass wenn ich die höchste Stufe habe oder eins drunter, ich, obwohl ich vom Pegel noch weit weg war vom Nullerbereich oder sonstiges, ich schon Klippen hatte. Minus 2 kein Klippen da. Und mit dem Grundrauschen sieht es aus wie folgt. Und ihr habt wahrscheinlich schon recht viel Rauschen gehört. Und deswegen verstehe ich den Sinn und Zweck von dem Inline-Mic nicht, denn das Rauschen ist lauter als direkt mit dem. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, indem ich jetzt den Inline ausschalte und direkt in den Zoom reingehe. Dafür muss ich allerdings kurz die Lautstärke erhöhen auf, ich glaube, so 45. Übrigens, auf die Schnelle habe ich 46 getroffen. Aber das ist jetzt direkt am Zoom H1, also ohne Inline-Verstärker. Und das ist ganz klar sauberes Signal. Auch das vom Inline-Verstärker kann ausgefiltert werden. Es ist auch relativ homogen und geht ganz gut. Aber es ist halt ein gutes Stückchen lauter als so, dass meine leichter ausgefiltert werden kann. Müsste ich hier nur eines erwähnen: Das ist mir so aufgefallen, auch mit einem anderen Mikrofon, den ich probiert habe, dem Shure MVL. Mit dem Inline-Verstärker. Durch das höhere Rauschen kommt es mir vor, als hätten wir mehr Auflösung und Dynamik. Klang das Mikrofon ein bisschen klarer, offener. Hier, vielleicht hat es den Vorteil allerdings für manche, dass es ein bisschen smoother, ein bisschen runder klingt, ein bisschen angenehmer auf lange Zeit. Ja, und falls ihr jetzt mal kurz noch hören wollt, wie denn zum Beispiel eben das MVL klingt, schließe ich auch das mal an. Dazu muss ich allerdings den Gain auf knapp 60 erhöhen. Und auch hier mal wieder habe ich dummerweise 61 getroffen. Allerdings spielt es keine Rolle. Ich hatte bitte nicht Stören drin und trotzdem habe ich eine Störung bekommen. <laughs> Vielleicht ich eine. Also jetzt hört ihr es schon auch. Ich muss persönlich sagen, mir gefällt das klanglich einfach so viel besser. Das klingt offener, ohne jetzt viel mehr Raum aufzunehmen. Es hat keine boomy effekte Ihr könnt es draußen nutzen. Und das habe ich auch damals schon im Test gesagt. Ohne, ohne Dead Cat, die allerdings 20 Euro kostet, wo das Mikrofon nur 65 kostet. Und ihr habt keinerlei Windbrumme und sonstiges. Ihr habt einen klaren Sound. Ihr könnt natürlich beide je nach, je nach Gusto tunen, denn vielen wird vielleicht das Tuning des Mackie gefallen, so ein bisschen softer, vielleicht ein bisschen weniger detailreich, ein bisschen Raumausgrenzender oder das klare hier. Das ist euch überlassen. Switchen wir jetzt nochmal auf Mikrofon A. Ah, und ich würde sagen, wir kommen eigentlich schon zum Fazit. Ich sag, was ich von jedem halte. Für 160 Euro gefällt mir das ja wirklich sehr gut. Wenn man den Umfang denn auch so nutzen will, weil der Standfuß ist wirklich geil, also den werde ich für viele andere Mikrofontests allein schon nutzen, wenn nicht nur jetzt für das im Einsatz, weil ich das wahrscheinlich auf Dauer dann trotzdem meine Boomer nutzen werde, wenn ich es regelmäßiger nutze. Dass ein Kabel dabei ist, drei Meter, was eine gute Länge ist, finde ich auch top. Aber für die Leute, die das eben schon haben, wäre es praktisch, wenn man Geld sparen kann ohne das. Ich denke mal nicht, dass es das passieren wird, weil nur wegen mir werden die ihr Setup nicht verändern. Und die haben sich da schon was bei gedacht, weil es ist halt im Prinzip ein Einsteiger-Kit, wenn ihr das kauft und das ist eben für viele praktisch, habt ihr eben alles, was ihr braucht, natürlich außerhalb, abgesehen von dem Interface. Und es sieht meiner Meinung nach wirklich schön aus. Ohne das Ding. Da ich, wenn ich zum Beispiel zum Sim-Streaming benutzen werde, nicht direkt reinrede, kann ich mir das, glaube sparen. Denn der Unterschied zwischen Implosionen bei normalem Reden, wenn ich jetzt nicht nur reinpuste, war eigentlich sogar minimal, weil das Ding ist sowieso relativ dünn, wirkt auch nicht hochqualitativ. Und so wie es einen Knick abbekommen hat, will der auch nicht ganz weg. Ich weiß, das ist hier ein bisschen gerade, deswegen haben sie das so übernommen. Aber der Unterschied ist bei normalem Reden, wenn man nicht direkt reinplosioniert, auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Klanglich muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut. Wobei ich sagen muss: Dynamische sind immer so, im Einfall, immer so eine Sache, weil ich persönlich ziehe den Klang von ähm, Cardioids, als also Kondensern, auch irgendwie noch vor. Klingt irgendwie klarer, also gerade mein Lloyd ein bisschen offener, nimmt ein bisschen mehr Raum auf. Aber das will man ja eigentlich mit dem Dynamic nicht, da kann man näher ran um abgrenzen Soundmap, nimmt eben weniger Raum auf. Allerdings ist das dann immer noch relativ klar. Es wirkt für mich gefühlt vom Klang ein bisschen enger als manch andere, wobei dann zum Beispiel ein Shure SM7B klingt deutlich dumpfer. Also das ist immer noch schön klar. Ein kleiner Boost in den Höhen ist da, allerdings gute Präsenz, gute Broadcast- Also Klanglich gefällt es mir wirklich sehr gut. Mit 160 Euro kämpft es halt meiner Meinung nach eher in der 100 Euro Liga, plus eben extra Zubehör. Denn es gibt mittlerweile viele, und das war ich letztens also überrascht, als ich es bei dem Video gesehen habe: viele 100 Euro. Einmal gibt es dann zum Beispiel das. Das Wave XLR von Elgato für 100 Euro. Dann gibt es von Rode mittlerweile eins für 100 Euro. Und von vielen anderen eben auch bekannteren Marken haben die es halt dadurch ein bisschen schwer, weil sie sich meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig positioniert haben. Man hätte vielleicht einfach das Mikrofon pur anbieten sollen und in einem Bundle für die, die es brauchen. Denn die meisten sehen, okay, EM99B kostet 160 Euro, aha, das Elgato ist 60 Euro billiger. Dass da ein Lieferumfangsunterschied ist, der den Preis vielleicht rechtfertigen würde, sehen die meisten halt nicht. Optik, muss ich sagen, gefällt mir abgesehen von dem Dingens. So, jetzt kommen wir. Ich weiß gar nicht, war ich die ganze Zeit auf dem? <laughs> ja, dann hätte doch, ihr hättet ja die Händlingsgeräusche gehabt. Was halte ich von dem? Ich muss sagen, als ich meine ersten Tests gemacht habe und es nur mit dem Kopfhörer abgehört habe, fand ich gerade im Vergleich zu meinem Luit den -Kl Klang relativ eng, ein bisschen so dumpf, ein bisschen verhalten, nicht so. Klar, aber als ich das Ganze dann an der Anlage angehört habe, muss ich sagen, klang das Ganze sehr, sehr angenehm. Dieses minimal weniger Details hört man über eine, über eine Anlage so weit weg dann eigentlich nicht mehr. Dafür wirkt das Ganze eben allerdings auch nicht mehr so raumhallend. Es klingt deutlich eben, ich würde mal sagen, schon professioneller. Ihr könnt allerdings natürlich noch nachträglich tun. Das mit dem Akku funktioniert gut. Aus und an, Pad, high -Pass filter den ich hoffentlich nicht anhabe. Und auch sonstiges schaltet ein und aus. USB -T. Was ich halt wirklich gern gesehen habe, weil es eben Marken wie Rode zum Beispiel schon anbieten, ist, dass das Ding per USB angeschlossen eben als USB-Mikrofon funktionieren würde. Macht das Ganze deutlich flexibler, wenn man jetzt nicht über die Kamera gehen will. Wobei ich da das Gefühl habe, dass das Rauschen über so ein USB hätte lauter sein können, wenn man da keinen guten Chip drin hat, wie ich es bei vielen anderen USB-Mikrofonen schon mitbekommen habe. Also... Das gefällt mir so gut. Ich, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit und ich möchte auch eins sagen, deswegen habe ich das anfangs ja auch Vorstellung genannt und nicht unbedingt Test, denn was ich in nächster Zeit noch plane ist, einen recht ausführlichen Vergleich verschiedener Mikrofonarten. Also noch, ich kriege von, von ModMic oder Antlion, kriege ich noch dieses Kimura, also praktisch ein In-Ear mit einem kleinen Mikrofon dran. Vielleicht auch eine ganz interessante Art für vielleicht GameStream oder sowas zu nutzen weil das ist eher für Content Creator, wobei ich probieren möchte, das Mikrofon noch an meinem Simric zu nutzen, wie das aufgestellt ist, mein Klang aufnimmt, wenn, weil dann habe ich es eben nicht im Bild, weil so ein Dynamic, muss ich sagen, war beim Simracing irgendwie immer so optisch ein bisschen im Weg. Das würde ich mir hier sparen und deswegen, das ist auf jeden Fall ein relativ flexibel, vor allem, weil es auch hier das einzige ist, das draußen relativ gut genutzt werden kann mit dem Klangsound, wo ihr direkt immer hindrehen könnt, denn wenn wir zu dem hier wechseln Ihr habt halt hier den Vorteil, wenn ihr draußen damit aufnehmt, wobei nicht dann mit 5 Meter Kabel, dass ihr den Klang immer bei euch habt. Also ihr könnt mit dem mit der Kamera aufziehen, was ihr wollt, aber man hört immer eure Stimme. Das ist eben der Vorteil von dem Ding. Ihr könnt es allerdings eben auch, weil es kleines, immer kurz mal mitnehmen, benutzen und so weiter. Muss ich halt hier sagen, das ist das Produkt, wo ich eigentlich nicht empfehlen kann. Denn wenn die anderen preis-leistungstechnisch wirklich abliefern, auch qualitativ, muss ich sagen, ich sehe halt einfach nicht den... Ich weiß gar nicht, was ich aufnehme. Ah, ja, doch. Stellen wir uns einfach mal vor, das Mackey wäre dran. Es ist allerdings noch die Schuhe, egal. Oder warte mal, ich stecke kurz um. Ich habe gerade mega Panik gehabt, dass gar kein Sound aufgenommen wird. Aber das Ding haben wir ja gebypassed. Und das ist eben auch das Ding. Es introduced ein extra Rauschen, das sich mit einem guten. Interface, Soundkarte, was auch immer, eben gar nicht als Hub. Und das müsst ihr geladen haben. Ihr könnt zwar den Gen wechseln und ihr habt ja den Vorteil, dass ihr auch noch eben das Ganze per Kopfhörer abhören könnt. Allerdings ist das Rauschen beim Abhören so laut, dass ihr fast noch Rauschen hört. Das allerdings auf der Aufnahme dann gar nicht mehr hörbar ist. Also Allein schon wegen dem Ding, weil ihr auch wahrscheinlich dafür zahlt, kann ich das nicht unbedingt entfernen. Und das Mikrofon an sich ist keine 85 Euro wert. Da zahlt ihr lieber 65 und zahlt halt noch den überteuerten 10 Euro Dongel, um von TRRS auf TRS zu bekommen. Und kauft einfach das Schuhe, das ich als immer noch das mit Abstand klarste, beste, für meinen Geschmack eben beste Lavelier halte. Okay, ganz schnell nochmal. Schalten wir auf das um. Kann ich empfehlen, wird es allerdings auf dem Markt meiner Meinung nach ein bisschen schwer haben, wegen der Marke, die nicht so bekannt ist und weil es teurer wirkt, was es rein effektiv ja auch ist, als eben, ich sage jetzt mal, preisleistungstechnisch ähnliche Konkurrenten. Das hier kann ich nicht wirklich markttechnisch einschätzen, da das man. Und das ist das Überraschende für mich erstes wirklich, wirkliches On-Camera Shotgun Mic ist. Ich hatte zwar schon zwei, drei Shotguns, allerdings waren das kleine, die jetzt eher zum Vloggen gedacht sind, ein bisschen näher dran, als jetzt zum Beispiel im Studio, wie jetzt hier immer auch hier. Und für den Einsatz gefällt es mir halt sehr gut, weil man auch nicht unbedingt so drauf achten muss. Und man braucht kein wirkliches Interface. Also man spart sich hier eben ein 100 Euro Audio Interface, schließt einfach an die Kamera oder an eine Soundkarte oder woran auch immer. Und dann das. Das wäre so das eine, wo ich. Keinen wirklichen Grund finde, das zu empfehlen. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.